rufe ich auf den Einzelplan 06 gemeinsam mit 17 und 18. Und es beginnt für die SPD-Fraktion der Kollege Thorsten Warnecke. Hochverehrter, hochmögender Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 6 Minuten für 30 Milliarden Euro, 6 Minuten, um Mythen, Legenden und Visionen zu erden. Die größte ist die von noch nicht so viel. Noch nie hat das Land Hessen so viel Steuern eingenommen wie heute. Allein von 2014 18,5 Milliarden bis 2020 jeweils pro Jahr 1,1 Milliarden Euro mehr. Das ist doch eigentlich eine Chance für die Landesregierung. In jeder Sekunde könnte eine Pressemitteilung verlautbart werden. Und gerade neuer Einnahmehöchststand, gerade 34 Euro mehr in der Kasse, mehr als je zuvor. Sie könnte aber auch verlautbaren, wie viel im Haushalt nicht ausgegeben wurde im vergangenen Jahr. 2018 waren es 707 Millionen. Rekord, noch nie so viel. Oder Sie könnten auch verkünden, dass es noch nie so viele Ministerinnen und Minister gab. Mit den entsprechenden Apparaten, 11, Rekord, noch nie so viel. Oder aber Stellenbesetzung. Mein Kollege Christoph Degen wies soeben darauf hin. Noch nie so viele unbesetzte Stellen, noch nie so viel. Schließlich könnte das negative Eigenkapital auch angesprochen werden. Noch nie so hoch, 120 Milliarden. Noch nie so viel. Warum werben Sie nicht mit dieser eindrucksvollen Zahl? Keine guten Botschaften vom noch nie so viel. Herr Minister, Ihre Aufgabe ist es auch, über das Landesvermögen zu wachen. Wie gehen Sie eigentlich mit Ihrem Geschäftsbericht um? Thema Nachhaltigkeit. Noch nie war das Landesstraßenvermögen so wenig wert, wie es nach 6 Jahren schwarz-grüner Landesregierung ist. Von einem Wiederbeschaffungswert von 7 Milliarden Euro mögen wir nur träumen. Statt der gut 4,4 Milliarden Euro zu Beginn Ihrer Traumehe schwarz-grün wurde das Vermögen auf 3,972 in 2018 heruntergewirtschaftet. Und Sie nehmen es hin, dass es so weitergehen wird. Sie lehnen die hilfreichen Anträge der Opposition, die wir jetzt hier eingebracht haben, schlicht ab. Sie wollen sich nicht helfen lassen. Noch nie so viel Hilfe, aber Sie wollen es nicht. Und noch nie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie so früh in die Kasse des Schuldenmanagements eingreifen müssen. Haushalt eingebracht am 30. Oktober des vergangenen Jahres. Und schon am 16. Januar wollen Sie 26,3 Millionen Euro weniger für Zinsen ausgeben. Was veranlasst Sie zu diesem verwegenen Schritt? Sind zwischen dem 1. und dem 16. Januar 26,3 Millionen weniger Zinsen gezahlt worden? Kann eigentlich nicht sein. Denn wir haben grundsätzlich im Lande Hessen jeweils einen Bereich von ungefähr 4 bis 6 Milliarden, um den sich das Land Hessen jedes Jahr neu verschuldet, um alte Schulden abzulösen. Wenn man dieses Volumina anschaut, kann das eigentlich nicht sein. Oder sind Ihnen Anfang des Jahres große Platzierungserfolge an der Börse gelungen, mit Blick, also ich meine damit natürlich der Börse, an der Sie die entsprechenden Wertpapiere platzieren können. Ist Ihnen da was gelungen? Wie können Sie so früh schon in diese Kasse greifen? Normalerweise wird erst spät reingegriffen. Und noch nie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Zahlen der Auszubildenden und Studierenden in Rothenburg an der Landesfinanzschule und der Hessischen Hochschule für Finanz- und Rechtspflege so hoch angesetzt worden. Lob, lange von der SPD gefordert. Aber da gab es zuvor, Sie erinnern sich noch, auch an den Vorgänger von Herrn Dr. Schäfer, da gab es die noch nie so große Idee der CDU, dass der mittlere Dienst auslaufen und durch IT ersetzt würde. Nun der Realitätswechsel. Noch nie war es so gut, Personal für unsere Finanzbehörden zu gewinnen. Wohlan. Aber warum nicht gleich so? Und übrigens, noch nie hat sich eine Landesregierung so kleinlaut zu ihren Immobiliengeschäften geäußert. Leo hießen die, und die sollen nun evaluiert werden. Dem Rechnungshof sei Dank unvoreingenommen. Aber was sich da z.B. abspielt, meine Kollegin, die Sabine Waschke in Fulda beheimatet, weiß es. Wir hatten vor kurzem 70 Jahre Landgericht Fulda, große Feierstunde im Schloss, tolle Einrichtung. Aber der Hinweis, dass das Gebäude für Justiz und Finanzamt dringend saniert werden muss, dringend. Diese Sanierung zahlt allerdings das Land. Moment, die Sanierung und die Miete? Die Miete, ja, für die Miete wird wahrscheinlich der Punkt der gewesen sein, dass wir Landesvermögen verkauft haben und sich das irgendwie refinanzieren muss. Wir sind also, der Investor wird sich gefreut haben, der hat nämlich dem Land die Immobilie abgekauft und hat jetzt die Sanierung bezahlt und kriegt auch noch eine Miete. Man hätte auch einen Kredit aufnehmen können. Kann es sein, dass private Investoren noch nie so günstig und risikolos an öffentliches Eigentum gekommen sind? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch nie so viel, das ist jetzt mehrfach betont worden, noch nie so viel Geld im kommunalen Finanzausgleich. Das hatten wir bereits eingangs meines Hinweises. Allein 400 Millionen mehr
dadurch, dass wir die Heimatumlage in den kommunalen Finanzausgleich transferiert haben. Aber dieses Geld ist doch kommunales Geld. Die Kommunen können aber darüber nicht mehr entscheiden. Sie können höchst entscheiden, ob sie das Geld noch annehmen. Ihr eigenes Geld. Also man entscheidet selber, ob man sein eigenes Geld noch nimmt. Dafür möchte man gelobt werden. Und Sie wollen dann den Kommunen erklären, dass ihr Geld ja ihr Geld sei, nur eben im Landeshaushalt. So etwas war auch noch nie da, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor diesem Hintergrund allerdings verwundert schon eine aufgeregte Reaktion der Landesregierung auf den Vorschlag des Bundesfinanzministers Scholz. Der hatte vorgeschlagen, dass die 2.500 Kommunen, denen es besonders schlecht geht, mit einem Volumen von 40 Milliarden Euro Krediten bundesweit entlastet werden sollten. Übrigens ist Hessen ausdrücklich einer von 4 Profiteuren. Wir haben 16 Bundesländer, von 4 Profiteuren. Das heißt, es ist in Hessen wohl nicht ganz so toll, es sei denn, man sagt, dass die 4 Profiteure ganz vorne stehen, ja in der Tat, mit ihrem Problem der Schulden. Das allerdings ist nun kein gutes Zeichen, so darauf zu reagieren, denn der Bund will gut die Hälfte tragen, die Hälfte. Und wie war die Reaktion der Landesregierung? Ministerpräsident und Finanzminister äußern große Bedenken. Sie tun so, als ob Ihre 30%, die kann man nämlich nachrechnen im Rahmen der sogenannten Hessenkasse, 4,9 Milliarden insgesamt, davon tragen Sie 0,43 Milliarden direkt, was die Kredite anlangt. Und dann tragen Sie die Zinsen. Das erste wären 8,8%. Mit den Zinsen kommt man auf 6 Milliarden, das sind dann 25%. Jetzt sagt der Bund, wir geben 50. Und die Länder sollen sich auch noch beteiligen. Das wäre ein Segen für die Kommunen in Hessen. Und Sie haben Bedenken. Möglicherweise nur PR-Bedenken, weil der Bund jetzt besser ist als das Land Hessen und den Kommunen tatsächlich geholfen werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder haben Sie da was an? Kollege Warnecke, denkst du an die Redezeit? Jetzt bin ich auch schon mit 6, 7, 8, 8, das lief umgekehrt. Das erinnert mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, an einen medienwirksamen Besuch des Ministerpräsidenten mit seinem Stellvertreter. Sie erinnern sich vielleicht auch, vor wenigen Tagen in einem Stall. Die beiden wollten einer Kuh Futter andrehen. Und die hat sich gesagt, wenn da so wichtige Leute kommen, mit so einem Futter, Herr Ministerpräsident, Herr Stellvertreter, da muss man nicht lamentieren, sondern das eigene Verhalten und die Geschenke mal überdenken. Da hilft auch nicht, darüber noch nie nachgedacht zu haben. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Warnecke. Das Wort hat die Frau Abg. Dahlke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Setzen Sie so weit, dann will ich anfangen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe jetzt die große Freude, zu den Einzelplänen des Hessischen Ministeriums der Finanzen, der Allgemeinen Finanzverwaltung und der staatlichen Hochbaumaßnahmen zu sprechen. Und ich freue mich, weil auch in diesen drei Einzelplänen viele Maßnahmen enthalten sind, die unser Land nachhaltiger und gerechter machen werden. Die überwiegende Mehrheit in diesem Saal wird jetzt zustimmen. Die Klimakrise ist die existenzielle Frage unserer Zeit. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass Hessen, wir haben es auch gestern schon gehört, für die kommenden Jahre insgesamt 900 Millionen € für den Klimaschutz bereitstellen wird. 245 Millionen € davon werden bis 2023 alleine über die hier zu beratenden Einzelpläne zur Verfügung gestellt. Ein wichtiges Ziel für den Klimaschutz ist die CO2-neutrale Landesverwaltung. Dafür sind 30 Millionen € vorgesehen. Natürlich spielen auch die energetische Sanierung und die Gebäudestandards eine Rolle der landeseigenen Liegenschaften, wofür 123 Millionen € reserviert sind. Und für die Steigerung der Energieeffizienz und der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude gibt es auch noch einmal 92 Millionen €. All diese Maßnahmen sind wichtige Schritte und notwendig für unseren Beitrag, das im Pariser Klimaabkommen festgehaltene Ziel von einer maximalen Erwärmung von höchstens 2, besser aber 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Neben klimafreundlichen Investitionen spielt Nachhaltigkeit aber auch eine Rolle bei der Geldanlage des Landes Hessen. Das vorrangige Ziel ist dabei für uns immer der Ausstieg aus allen Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen und damit mit der Erzeugung von Kohlendioxid zu tun haben. Letztes Jahr ist Hessen als erstes Bundesland der Initiative Principles for Responsible Investment beigetreten und bekennt sich damit auch in der Finanzwirtschaft ausdrücklich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der generationengerechten Vorsorge.
Der Aktienanteil unserer Versorgungsrücklage, für die auch in den kommenden Jahren dreistellige Millionenbeiträge zugeführt werden sollen, ist bereits nach nachhaltigen Prinzipien angelegt. Und im Haushalt 2020 sind, und das freut mich sehr, Mittel für eine Nachhaltigkeitsanleihe des Landes, also für einen sogenannten Green Bond, als Pilotprojekt eingestellt. Mit einer Green Bond Neuemission will das Land Hessen Kapital für nachhaltige Investitionen mobilisieren. So kann die hessische Finanzpolitik nicht nur die klimapolitischen Ziele wirksam unterstützen, sondern auch der Nachfrage nach grünen Kapitalanlagen entgegenkommen, die ja auch immer weiter ansteigt. Zu Beginn meiner Rede habe ich gesagt, dass mit diesem Haushalt auch der Grundstein gelegt wird für Maßnahmen, die Hessen noch gerechter machen werden. Und was heißt das denn jetzt für die hier zu beratenden Einzelpläne? Da ist natürlich die Gerechtigkeit im Bereich der Steuerpolitik und der Kampf gegen Steuervermeidung und wir können es ja auch so deutlich sagen, Hinterziehung. Das ist eine langfristige Aufgabe, die beharrlich immer weitergeführt werden muss und dafür benötigen wir eine starke Steuerverwaltung. Deswegen ist es gut und richtig, dass im kommenden Jahr die hessische Finanz- und Steuerverwaltung ihr Personal noch weiter aufstocken und noch besser ausbilden kann. Jeder Euro, der für mehr Betriebsprüferinnen und Steuerfahnderinnen sowie Spezialistinnen im Innendienst der Steuerverwaltung ausgegeben wird, ist gut investiertes Geld. Bei der Nachwuchssicherung werden 800 neue Anwärterinnen eingestellt werden, um auch für die Zukunft gut gewappnet zu sein. 3,5 Millionen € gibt es für die Verwaltung im IT-Bereich. Und auch zur Umsetzung der Grundsteuerreform werden in der Steuerverwaltung dauerhaft 50 Stellen geschaffen. Und an dieser Stelle macht es Sinn, auf den Änderungsantrag der Freien Demokraten einzugehen, mit dem Sie den Stellenzuwachs sinnvoll begrenzen wollen, ohne genau zu sagen, wo. Der Stellenzuwachs der letzten Jahre beruht aber zum größten Teil auf Zuwächsen im Schul- und Hochschulbereich, bei Polizei und Justiz und eben natürlich auch in der Steuerverwaltung. Will die FDP jetzt wirklich weniger Lehrerinnen, Professorinnen sowie ebenfalls weniger Steuerfahnderinnen, Richterinnen und Polizistinnen in Hessen? Als Grüne wollen wir das nicht, sondern wir wollen eine gute Zukunft der Gesellschaft und halten den Stellenaufbau deswegen für notwendig und richtig. Und wo ich bei der Überschrift Gerechtigkeit bin, möchte ich noch sagen, über einen Änderungsantrag freue ich mich ganz besonders, und zwar ist das der zum Gender Budgeting. Ich will das noch einmal genauer erläutern. Gender Budgeting basiert auf der Annahme, dass öffentliche Haushalte derzeit nicht geschlechtsneutral sind. Stattdessen sind die Geschlechter von Auswirkungen der politischen Prioritätensetzungen auf unterschiedliche Art und Weise betroffen. Gender Budgeting soll dies transparent machen, mit dem Ziel, die Genderperspektive in allen haushaltspolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Und durch Gender Budgeting wird also die Geschlechterperspektive in den Haushaltsprozess integriert. So erreicht man das Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und kann untersuchen, welche Maßnahmen wem zugutekommen und welche Auswirkungen finanzielle Entscheidungen auf die Geschlechtergerechtigkeit haben. Ansätze von Gender Budgeting gibt es bereits im Landeshaushalt, aber in dieser Legislaturperiode wollen wir eine wissenschaftliche Begleitung auf den Weg bringen, um darin noch besser zu werden. Wenn ich mir die Änderungsanträge der AfD insgesamt zu dem Haushalt anschaue, kann ich nur sagen, es ist gut, dass wir das machen, denn was Sie alles so beantragen, geht genau in die andere Richtung. Die Gender Budgeting-Initiative freut mich besonders vor dem Hintergrund, dass sich die Hessinnen und Hessen bei der Volksabstimmung 2018 dafür ausgesprochen haben, die Stärkung und Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in unsere Verfassung aufzunehmen. Der Staat ist jetzt also verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Hessen zu fördern und auf den Abbau bestehender Nachteile hinzuwirken. Und dazu leistet Gender Budgeting einen wichtigen Beitrag. Zum Abschluss will ich noch sagen, alle geplanten Maßnahmen können umgesetzt werden, dank der vorausschauenden Finanzpolitik der vergangenen Jahre. Als Teil einer nachhaltigen und vorausschauenden Finanzpolitik ist es richtig und wichtig, dass auch in diesem Jahr weiterhin Altschulden planmäßig und in angemessener Höhe reduziert werden. Ich sage angemessen, weil es nicht sinnvoll ist, öffentliche Investitionen dauerhaft ganz ohne den Einsatz von Fremdkapital anzustreben. Neben der Begrenzung und dem Abbau der öffentlichen Verschuldung muss es natürlich auch Wege geben, in die Zukunft zu investieren, denn auch ausbleibende Investitionen sind eine Belastung für zukünftige Generationen.
Das Land Hessen trägt nicht nur Altschulden, sondern stärkt im Rahmen seiner vorsorgenden Finanzpolitik auch die Ausgleichsrücklage. Diese Mittel stehen dann bei konjunkturell bedingten Steuerausfällen zur Verfügung. Und nach allem, was wir wissen, könnte es in den kommenden Jahren verstärkt zu einem Bedarf an diesen Mitteln kommen. Es bleibt also auch in Zukunft die Aufgabe, sich durch eine kluge Finanzpolitik die erforderlichen finanziellen Spielräume zu erarbeiten. Der Haushalt 2020 legt das Fundament für ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber die Richtung stimmt. Vielen Dank. Als Nächster hat sich Herr Vohl zu Wort gemeldet von der AfD. Darf ich nach vorne bitten? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Für uns waren das im Lande Hessen die ersten Beratungen eines originären Haushalts, an dem wir teilnehmen konnten. Sie können sich daher vorstellen, dass wir den Haushalt und die Änderungsanträge mit großem Interesse gelesen haben, sofern denn bereits Änderungsanträge vorlagen. Da sich eine Fraktion, deren Änderungsanträge wir natürlich ebenfalls mit großer Spannung erwarteten, aus Tradition, wie angemerkt wurde, bis Februar Zeit lassen wird, war für uns natürlich etwas enttäuschend. Vorab möchte ich noch anmerken, dass ich an dieser Stelle nicht auf unseren Antrag zum EP 18 für mehr Abschiebehaftplätze, die dringend erforderlich sind, eingehen werde, da dieser bereits durch meinen Kollegen Klaus Herrmann in ausreichender Form thematisiert wurde. Ansonsten, meine Damen und Herren, waren wir überrascht, wie wenig Mühe sich z.B. SPD und FDP in ihren Haushaltsänderungsanträgen bei der Gegenfinanzierung eigener Ausgabenwünsche gaben. Dies mag natürlich daran liegen, dass man Auseinandersetzungen mit einem Regierungsprogramm insgesamt scheute. Wenngleich uns das Studium in ihrer in Zahlen gegossenen Politik ebenfalls nur wenig Freude bereitet hat, halten wir es diesbezüglich aber für sehr wahrscheinlich, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Anträge der Opposition, egal wie gut und sinnvoll sie denn sein mögen, ohnehin keine Chance auf Zustimmung der Landesregierung haben. Auch wissen wir, wie es ist, konstruktive Vorschläge zu machen, um dann feststellen zu müssen, dass diese durch die Bank weg abgelehnt werden, da sie nicht aus der politisch richtigen Ecke kommen. Um genau zu sein, setzen SPD und FDP zur Finanzierung eines Großteils der von ihnen geforderten Ausgaben kurzerhand globale Minderausgaben in Höhe von knapp 300 Millionen € an. Begründet wird dies mit Ausgaberesten in den Vorjahren. Da sich die Höhe der in 2020 nicht verausgabten Mittel jedoch erst in Zukunft zeigen wird, betrachten wir diese Vorgehensweise als unseriös. Sollten sich die Minderausgaben aufgrund der abflauenden wirtschaftlichen Entwicklung nicht einstellen, wären dann auch andere Anträge obsolet? Das ist eine Frage, die man hier stellen muss. Nun zu einem Änderungsantrag der Landesregierung an ihrem eigenen Haushaltsplan. Sie wollen Radwege ausbauen. Warum finanzieren Sie 250.000 € von den hierfür benötigten Mitteln über eine Entnahme aus der Rücklage und nicht über eine Streichung in anderen Bereichen? Versuchen Sie, ein bisschen weniger Dienstreisen zu machen, Herr Ministerpräsident. Das wäre einerseits gut für die Umwelt und andererseits auch gut für den Haushalt. Sie sehen, wir haben einige konstruktive Vorschläge. Meine Kollegen haben das schon in ihren Reden ausreichend und sehr gut thematisiert. Falls Sie mit der Priorisierung Ihrer Ausgaben überfordert sind und nicht wissen, wie Sie Investitionen bei der Fülle der konsumtiv gebundenen Mittel bestreiten können, sind Sie herzlichst eingeladen, auf uns zuzukommen. Das bringt mich zu den Rücklagen im Allgemeinen. Grundsätzlich sollten wir uns überlegen, wie wir mit den insgesamt nahezu 2,5 Milliarden € Rücklagen umgehen, die in den verschiedenen Ressorts bereitliegen.
Wie im Haushaltsausschuss von anderer Seite richtig angemerkt wurde, stellt sich im Hinblick auf die anhaltenden niedrigen Zinsen generell die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Vorhaltens von Rücklagen. Unseres Erachtens sind disponible Reserven, wenn möglich, lieber heute als morgen dazu genutzt werden, die bestehenden Schulden des Landes Hessen abzutragen. Zudem weckt das bloße Vorhandensein der Rücklagen Begehrlichkeiten. Uns ist klar, dass auch unsinnige Ausgabenwünsche umso schwerer abzuschlagen sind, Herr Finanzminister, wenn dafür deren Umsetzung keine zusätzlichen Schulden aufgenommen werden müssen. Gerade in Zeiten, in denen von gewisser Seite immer öfter zu hören ist, dass die schwarze Null nicht in Stein gemeißelt sei, sehen wir es als geboten an, die Haushaltsführung so transparent wie möglich zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion darf ich Herrn Reul ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben einen zum dritten Mal in Folge in der Planung ausgeglichenen Haushalt vorliegen. In den Haushaltsergebnissen ist unser Landeshaushalt schon seit dem Jahre 2016 ausgeglichen und mit positiven Ergebnissen versehen. An dieser Stelle hatte ich jetzt Beifall von der Opposition mir notiert, aber das kommt vielleicht dann später noch. Trotz leichter Konjunktureintrübung gelingt eine Schuldentilgung in Höhe von 100 Millionen €. Insgesamt wurden 700 Millionen € seit dem Jahre 2016 getilgt. Ein großer Erfolg. Und, meine Damen, meine Herren, es ist ja in der Debatte schon genannt worden von Seiten der FDP. Schade, Frau Schardt-Sauer spricht jetzt dann nach mir, sonst wäre ich noch da intensiver darauf eingegangen. Aber die Anmerkung sei mir an dieser Stelle schon erlaubt, weil ja von Seiten der FDP das bayerische Modell hochgehalten wird. Nur einmal so als Erinnerung, die Bayern tilgen 50 Millionen €, wir haben in Hessen 100 Millionen € vorgesehen. Damit kann man vergleichen, wer im Moment eine erfolgreiche Finanzpolitik im Land macht. Das sind wir hier in Hessen, und das können wir mit Selbstbewusstsein vorweisen. Und das muss man auch erwähnen, obwohl wir als Hessen auch gegenüber Baden-Württemberg als einziges Land seit Bestehen des Länderfinanzausgleiches Geberland sind. Wir sind gerne solidarisch, aber ich erinnere noch einmal an die Zahl. Wir haben insgesamt in den Länderfinanzausgleich schon 40 Milliarden € eingezahlt. Dies ist mehr, als wir in der gleichen Zeit an Schulden aufnehmen mussten. 40 Milliarden € haben wir solidarisch in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. Dies machen wir jetzt an dieser Stelle auch manchmal gerne, manchmal nicht so gerne. Aber wie gesagt, wir sind solidarisch. Ich möchte an dieser Stelle nur betonen, das Argument hat gefehlt bei der SPD vorhin, sowas, weil ja immer wieder gesagt worden ist, wie dann die Aufwendungen sind des Landes Hessen. Insgesamt können wir sagen, die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich übersteigen die Summe, die wir an Schulden aufgenommen haben in diesem gleichen Zeitraum. Insgesamt sind in dem Haushalt in diesem Jahre 2,5 Milliarden € vorgesehen und bis zum Jahr 2023 10 Milliarden €. Dabei ist, und das wissen wir gemeinsam, die zentrale Herausforderung eigentlich der vollständige Mittelabfluss. Wir erleben es ja auch bei den Bundesprogrammen. Dabei wissen wir, dass der Flaschenhals die boomende Baubranche ist. Wir freuen uns darüber, wenn es der Baubranche und dem Mittelstand sehr gut geht. Aber wir müssen deshalb auch eine Verzögerung in der Umsetzung der ein oder anderen Programme deshalb in Kauf nehmen und akzeptieren. Das liegt nämlich nicht in der Hauptursache, wie es manchmal vorgeworfen wird, dass wir zu wenig Personal hätten, dass zu wenig Personal vorhanden wäre, sondern an der Auslastung der Baubranche. Denn die schwarze Null verhindert keine Investitionen. Geld ist genug vorhanden. Ja, Herr Schalauske, Sie kommen ja nachher noch nach hier vorne und können das dann aus Ihrer Sicht dann begründen. Denn eins ist doch vollkommen klar, Aufträge können nicht vergeben werden, und die Forderungen nach höheren Investitionen sind eigentlich Augenwischerei, weil Sie alle wissen, das Geld ist vorhanden. Wir müssen nur sehen, dass die Gelder auch
sinnvoll verausgabt werden können. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, wir stärken unsere Kernbereiche und setzen zusätzlich politische Schwerpunkte, gerade im Bereich Personal. Insgesamt ist ein Stellenaufwuchs von mehr als 2.000 Stellen geplant. Das ist ein Kraftakt, aber er ist notwendig. Und ich rufe in Erinnerung, weil es ein wichtiger Punkt ist, 650 neue Stellen für Polizei und Justiz, 159 neue Lehrerstellen für 105%ige Unterrichtsversorgung, 140 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, 230 Stellen für den Ausbau der Ganztagsangebote und 40 Stellen für inklusive Beschulung, 180 Stellen für die Bildungssprache Deutsch und dann 800 Steueranwärter zur Nachwuchssicherung und 50 Stellen allein für die Reform der Grundsteuer. Dies sind über 2.000 weitere Stellen. Aber sagen Sie mir, welche Stellen sind nicht sinnvoll? Wir benötigen sie alle. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie die Streichungsvorschläge von Seiten der FDP oder der SPD sind an dieser Stelle, wenn behauptet wird, dass dies zu viel Personal ist. Sie können ja dann gerne sagen von Seiten der Opposition, ob Sie gegen die Stärkung der Polizei, gegen die Stärkung der Justiz, gegen die bessere Ausbildung und Bildung oder gegen die größere Steuergerechtigkeit sind. Sie können gern die Dinge benennen. Wir sind sehr gespannt in der Diskussion, wo Sie den Stellenaufwuchs ablehnen und wo Sie ihn nicht für sinnvoll erachten. Das wird gemeinsam eine spannende Diskussion werden. Lassen Sie mich zu einem weiteren Punkt kommen, der sehr wichtig ist, die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Das Land ist Partner der Kommunen, das wissen Sie. Trotzdem muss man es wiederholen. Der kommunale Finanzausgleich mit einem Rekordwert von beinahe 6 Milliarden €. Eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 von 15%, rund 700 Millionen €. Dabei ist der natürliche Aufwuchs 300 Millionen €, 300 Millionen € aus der starken Heimat Hessen und dann natürlich auch die Weitergabe von Bundesmitteln insgesamt rund 100 Millionen €. Dazu kommen weitere freiwillige Leistungen an die Kommunen. Wir setzen das SWIM-Programm fort, insgesamt 50 Millionen €, jedes Jahr 10 Millionen € bis zum Jahr 2023. Wir setzen das Kita-Bauprogramm fort, das Bundesprogramm, das wissen Sie, dazu ist ausgelaufen. Da jedoch so eine große Nachfrage in den Kommunen besteht, wurde das Programm im Haushalt erst mit 40 Millionen € etatisiert. Aber durch einen Änderungsantrag von der Koalition wird diese Summe insgesamt auf 92 Millionen € ausgeweitet. Dies ist bundesweit zurzeit einmalig. Dazu kommen weitere finanzielle Maßnahmen für die Kommunen. Der freiwillige Ausgleich drohender Verluste der Kommunen beim Familienlastenausgleich aufgrund der Reform des Länderfinanzausgleichs in Höhe von 40 Millionen € wird durch das Land übernommen. Und dazu kommen auch, das werden Sie verstehen, das darf an dieser Stelle nicht fehlen, natürlich nach den erfolgreichen Programmen des Schutzschirms der Hessenkasse, der kommunalen Investitionsprogramme, wird die Unterstützung der Kommunen auch weiterhin fortgeführt. Gerade die Hessenkasse, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und hat großartige Auswirkungen. Denn die Verschuldung der Kommunen ist in Deutschland insgesamt um 16,7% gesunken, laut dem Statistischen Bundesamt. Ohne die Hessenkasse wäre es nur 5,5% gewesen. Damit können Sie erkennen, welche großartige Auswirkung das diese Hessenkasse in Hessen hat und auch bundesweit ausstrahlt. Und Sie können erkennen, dass die Hessenkasse Vorbildfunktion hat, weil im Saarland will man jetzt genau das Gleiche auch umsetzen. Auf der Bundesebene wird darüber auch diskutiert. Und was ja nicht so häufig ist, dass die Bertelsmann-Stiftung uns lobt. Auch dort ist gelobt worden, dass diese Programme erfolgreich sind und Hessen dort die Schulden der Kommunen abgebaut hat. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei, der kommunale Schutzschirm, die Hessenkasse, KIP 1 und 2 plus die starke Heimat Hessen. 4 gewinnt für Hessen. Die Landesregierung ist weiterhin ein sehr kompetenter Partner der Kommunen. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zum Einzelplan 6 dezidiert sagen. Wir haben dort 800 neue Steueranwärterinnen und Steueranwärter, neue Stellen für die Umsetzung der Grundsteuerreform und insgesamt, meine Kollegin hat es schon erwähnt, 3,5 Millionen € für das Projekt Steuerforensik und der Nutzung der künstlichen Intelligenz. Dabei werden die Steuerfahndungsstellen noch zukunftssicherer und der stetige Fortschritt im IT-Bereich angepasst.
und unser Antrag, den wir gestellt haben, zur Unterstützung des E-Learning in Rothenburg, das zeigt auch, dass wir die Modernisierung der Ausbildung dort sehr ernst nehmen, sie vorantreiben. Wir stellen dort auch weitere 300.000 € zur Verfügung. Wir wollen dort die Modernisierung der Ausbildung fortführen. Meine sehr Damen und Herren, Sie können daran erkennen, ein sehr ambitionierter Haushalt liegt uns vor. Und wir freuen uns natürlich auf die Abstimmung heute Abend und auf die weitere dritte Lesung, die daran folgen wird. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben, und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Für die FDP-Fraktion darf ich Frau Schardt-Sauer nach vorne bitten. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Bevor ich näher eingehe auf den Haushalt des Finanzministeriums, des Ressorts selber, das ja auf der Agenda steht, zunächst noch einige allgemeine Bemerkungen zur allgemeinen Finanzverwaltung. Denn das muss man sich am Anfang vor der Bewertung noch einmal wirklich in Zahlen heranziehen. Der Haushaltsplan 2020, der zeigt Einnahmen, die steigen um 5,2% auf 28,994 Milliarden. Demgegenüber die Ausgaben steigen um 6,7% auf 29,249 Milliarden. Jetzt muss man kein großer Mathematiker sehen, um dass dort eine Deckungslücke ist. Der Haushaltsausgleich ist nur durch einen Rückgriff in die Rücklage oder in den Notgroschen möglich. Aber, werte Kollegen, diese Rücklagen sind doch eigentlich, wie das Wort auch sagt, Konjunkturrücklage für wirtschaftlich schwierige Zeiten vorgesehen. Solch wirtschaftlich schwierige Zeiten erleben wir Gott sei Dank zurzeit nicht. Die Einnahmen des Landes, auch das ist eine Entwicklung, die stetig nach oben zeigt, sind permanent am Wachsen. Und der Finanzminister rechnet selbst in den kommenden Jahren mit steigenden Einnahmen. 2023 sollen diese 31,5 Milliarden € betragen, das heißt 2,5 Milliarden € mehr als im laufenden Jahr in diesem Etat. Um die hessischen Finanzen aber zukunftsfest zu machen, müssen wir doch in diesen guten Zeiten mit stetigen, vor allem hohen Einnahmen vorsorgen, konsolidieren und investieren. Nun rechnet sich der Finanzminister bzw. das Land Hessen in diesem Haushaltsplanentwurf 2020 neuerlich ärmer als prognostiziert. 100 Millionen €, wir kennen das Wort schon, Sicherheitsabschlag sind im Haushaltsentwurf enthalten. Legt man die Mai-Steuerschätzung zugrunde, mit 17 Millionen € leicht verminderte immer noch Steuermehreinnahmen. Doch die Kurve geht weiter steil hoch, denn im November wird prognostiziert, sind es 7 Millionen € Steuermehreinnahmen. Aus Sicht der Freien Demokraten ist dieser Sicherheitsabschlag absolut nicht erforderlich. Der Finanzminister tut es dennoch, und dies, werte Kollegen, nicht ohne guten Grund. Es geht ihm nicht um die Vorsorge, sondern vor allem um die PR. Wir kennen es ja schon, Haushaltsabschluss, der Minister verkündet eine zusätzliche Schuldentilgung, abracadabra, von 100 Millionen €. Das ist doch viel besser, als jetzt und hier nüchtern festzustellen, dass der Haushaltsvollzug trotz der geplanten hohen Schuldentilgung funktioniert hat. Apropos Haushaltsvollzug. Wir haben diese Tage, die Sprecher, eine Übersicht der Steuereinnahmen für Dezember 2019 bekommen. Plus 372 Millionen €. Überrascht? Wir nicht. Aber wir sind schon sehr gespannt, in welcher Form der Finanzminister sich dafür feiern lassen wird. Weiter sind sicher noch Ausgabenreste, Personal, Investitionen zu verbuchen, die wiederum eine deutliche Ergebnisverbesserung bewirken werden. Irgendwie muss man ja die ganzen PKs füllen. Und statt Schulden wirklich zu tilgen, wie es angekündigt war vom Kollegen Reul,
Die vorgelegte mittelfristige Finanzplanung des Ministers lässt nichts Gutes erahnen. Denn das ist eine klare Abkehr von der Konsolidierung, werte Kollegen. Zwei 2016 bis 2018 hatten wir jährlich 200 Millionen € Tilgung. Und 2019 sind wir, wundersam starkes Hessen, gerade noch bei 100 Millionen € angelangt. Zur Erinnerung an die Kollegen der Regierungsfraktionen. Sie schreiben in Ihrem Koalitionsvertrag auf Seite 165, entsprechend dem Vorsorgeprinzip wollen wir nach der Ablösung konjunkturbedingter Kredite die Konjunkturausgleichsrücklage mit Priorität bedienen, um für eine mögliche Konjunkturdelle gut gerüstet zu sein. Feine Sache. Für die Tilgung der Altschulden wird die Koalition auch künftig eine jährliche Rate in die Finanzplanung aufnehmen und somit bei konjunktureller Normallage zur planmäßigen Rückführung des Kreditbestandes des Landes kommen. Das ist ja in der Theorie oder auf dem Papier schön, aber wenn Sie die Tilgungsrate so runterfahren auf 100 Millionen, damit dauert es, nach der Frage zu kommen, 400 Jahre um die 43 Milliarden, das ist nämlich der Unterschied zu Bayern, Herr Kollege Reul, wir haben 43 Milliarden auf dem Buckel. Kein Wunder, dass die arme Schnecke nicht nur zum Stillstand kommt, die wird ja von den Schulden förmlich erdrückt in Hessen. Die Steigerung 2020 bei den Ausgaben übersteigen, wie dargelegt, 1,5 % die Einnahmen. Wir geben also mehr aus, als wir einnehmen. Das ist eine schlechte Grundlage. Und eigentlich lautet die Stellenbeschreibung Finanzminister, Klammer auf, im Übrigen auch haushaltspolitische Sprecher, Klammer zu, Wünsche der anderen Fachminister kritisch gegenüberzustehen und auch einmal Nein zu sagen. Ich kann nicht erkennen, dass Sie, Herr Finanzminister, beim Haushalt 2020 überhaupt einmal Nein gesagt haben. Sie sind nicht Dr. No, Sie sind zu Mr. Yes geworden. Das mag Ihnen persönlich für den weiteren Werdegang ja gefallen oder dienlich sein. Die Mehrheit festigen für die hessischen Finanzen, für unser Land, wäre ein Nein deutlich besser gewesen. Ebenso im Bereich der Personalkosten, die jetzt schon mehrfach angesprochen wurden. Es seien nur die Zahlen vorgetragen, werte Kollegen. Und da ist der Stellenbestand der Landesverwaltung. Der ist seit Beginn von Schwarz-Grün um knapp 15.000 Stellen gewachsen. Punkt. Zahl. Ja, vieles macht Sinn. Sind wir ganz bei Ihnen. Haben wir auch erläutert. Leistungsverwaltung, Polizei, Lehrer, draußen, Begegnung, Bürger. Manches macht Sinn, aber manches nicht. Und vor allen Dingen eines müssen wir, und das habe ich heute bei vielen Fachsprechern gehört, wir müssen uns auch einmal mit der Frage auseinandersetzen, warum wir dauernd Stellen schaffen, die wir gar nicht besetzen. Das sind vielen Einzelplänen. Ist das seriöse Finanzpolitik, wenn ich immer neue Stellen kreiere? Und Sie, Herr Finanzminister, wissen genau um die unbesetzten Stellen, weil das in den letzten zwei, drei Jahren sehr wohl ein Weg war, daraus einen tollen Haushaltsabschluss zu generieren, aus diesen unbesetzten Stellen, und das freudig bei den Pressekonferenzen zu begründen. Aber es ist doch einmal angezeigt, hier, aber auch insgesamt bei der Frage der Entwicklung der Verwaltung, dies kritisch zu hinterfragen. Macht das Sinn? Sich loben und feiern zu lassen für das bloße Schaffen, aber nicht das Besetzen. Ich denke, das ist auch eigentlich nicht der Anspruch von Ihnen, werter Herr Finanzminister. Das Wichtige, was aber unser Land voranbringen könnte, die Investitionen, die sind trotz Mehreinnahmen nur geringfügig gewachsen. Investitionen plus 160 Millionen €. Seit Schwarz-Grün regiert, sinkt die Investitionsquote. Sie geht runter. Die Einnahmen gehen hoch, die Investition geht runter. Auch zuletzt 7,5 % in 2018. Welch Absturz! Die Investitionsquote betrug 2012 noch stolze 10,9 %. Und damit sinkt auch das Infrastrukturvermögen von uns Hessen. Betrug es über 4 Milliarden € im Jahr 2014, sind wir deutlich unter 4 Milliarden € 2018. Man muss eines sagen, werte Finanzminister, Sie fahren auf Verschleiß. Zukunftsfest, sagen wir Freien Demokraten, geht anders. Wie gehen Sie selber als leuchtendes Vorbild, sollten Sie ja sein als Finanzminister, mit Ihrem Einzelplan um? Na ja,
mit den Stellen, und das ist jetzt die Frage, wo die Aufwüchse sind, von uns gerügt, in der Ministerialverwaltung. Das sind die Menschen, die erst einmal in der Reihenfolge der Produktivität, ich darf das als Ehemalige durchaus sagen, vielleicht eher im Wettbewerb mit der Steuerverwaltung, den Lehrern usw. so nicht die primäre Besetzung suchen. Die Stellen im Finanzministerium, wir haben uns einmal die Zahlen angeschaut, 2014 bis 2020 um 13,32% gestiegen. In absoluten Zahlen 50 Stellen, Ministerium, nicht Steuerverwaltung, aber interessant, der Aufwuchs allein in 2019 auf 2020 ist alleine wiederum 32 Stellen. Und der Finanzminister konterkariert ganz klar das, was er als Credo geben sollte, konsolidieren. Jede Stelle, die im Ministerium z.B. für digitale Strategie, das war die Taktik beim Nachtrag, abzugeben wäre, sie wurde durch neue Stellen im HMDF ausgeglichen oder die Gelegenheit wurde sogar genutzt, sie überkonsumiert. Das ist keine Vorbildwirkung eines Finanzministers. Und wir Freien Demokraten haben auch erhebliche Zweifel, ob alle Stellen bei nachgeordneten Einrichtungen, wie z.B. unserer hochgeschätzten Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, HZD, notwendig und sinnvoll ist. Der Aufwuchs der Stellen bei der HZD, werte Kollegen, betrug von 2014 bis 2020 758 Stellen zusätzlich. Und es ist ein schwacher Trost in diesem ganzen Konzert, nur der Eckparameter zu wissen, dass Mehreinnahmen zur weiteren Schuldentilgung und zur Stärkung der Konjunkturrücklage verwendet werden. Immer noch in dem kleinen, aber immerhin bescheidenen Umfang. Wir finden es besser, ehrlicher und transparenter und auch eines Parlaments würdiger, wenn wir von Anfang an einen Haushaltsplan bekommen oder den Entwurf, je nach Mehrheit, zu verabschieden, der von Anfang an mehr Schuldentilgung, bessere Vorsorge und trotzdem mehr Investitionen auf den Weg bringt und nicht lauter versteckte Leistungsreserven oder Ecken für den Finanzminister, für dessen nächste Jubel-PM enthält. Vorsorgen, konsolidieren, investieren. Hessen zukunftsfest machen, das stellen wir Freien Demokraten uns anders vor. Deshalb können Sie sich unser Abstimmungsverhalten vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die LINKEN darf ich nun Herrn Schalauske ans Rednerpult bitten. So. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch die Einzelpläne 6, 17 und 18 zeigen und bestätigen das, was ich gestern hier an anderer Stelle bereits gesagt habe. Das Zahlenwerk, welches Schwarz-Grün uns hier heute vorgelegt hat, das ist vor allem eines, nämlich schwarz. Sie verteidigen die schwarze Null. Sie freuen sich über symbolische Schuldentilgung. 400 Jahre, das Stichwort ist ja von der FDP schon genannt worden. Und auch wenn die Worte der Kollegin Dahlke als eine erste vorsichtige Absetzbewegung von diesen unsinnigen Mantras interpretiert werden können, dann finden sich die bisher eher in den Worten und weniger im Papier. Und während Sie hier dann trotz allem fröhlich die schwarze Null verteidigen, gehört ja bekanntlich die Bundestagsfraktion der GRÜNEN zu den größten Kritikern dieser Politik. Und wir bleiben dabei. Es wäre wirklich schön, wenn die hessischen GRÜNEN sich mal mehr an dieser Stelle mehr auf die Freunde in Berlin hören würden. Dann wären wir hier in der Haushalts- und Finanzpolitik schon mal weiter. Das Land hat, und ich glaube, darauf haben ja nahezu alle Rednerinnen und Redner in der Debatte hingewiesen, eine weiterhin enorm günstige Einnahmeentwicklung, ja auch Rekordsteuereinnahmen. Und trotzdem schafft es, trotz dieser guten finanziellen Lage, schafft es Schwarz-Grün mit dem Landeshaushalt unter den Möglichkeiten des Landes Hessen zu bleiben. Sie lösen nicht die Investitionsbremse, sie stellen nicht die nötigen Mittel für Energie- und Verkehrswende bereit, und sie schaffen auch nicht den so dringend notwendig bezahlbaren Wohnraum. Im Gegenteil, und auch darauf sind Sie schon hingewiesen worden, Sie fahren die Infrastruktur im Lande Hessen weiter auf Verschleiß.
Schauen wir uns einmal an, das fängt schon bei den Einnahmen an. Sie planen tatsächlich mit weniger Steuereinnahmen, als Ihnen die Steuerschätzung zugestehen würde. Das kann man natürlich so machen, aber die finanziellen Potenziale, die im Lande Hessen da sind, werden mit einer solchen Politik nicht genutzt. Wenn wir uns die Steuerverwaltung anschauen, dann müssen wir sagen, die Kolleginnen und Kollegen, das sind ja diejenigen, die dazu beitragen, dass überhaupt das Land Hessen Steuern einnehmen kann. Wir sind uns sicher alle einer Meinung, dass sie eine hervorragende Arbeit leisten. Und es ist auch schön und richtig, wenn Sie jetzt mit diesem Haushalt noch mehr den Menschen und Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung wohnortnahes Arbeiten ermöglichen. Es ist auch bemerkenswert, dass Sie endlich so viele Steuerbeamtinnen und Beamten ausbilden, wie es überhaupt mit den jetzigen Kapazitäten möglich ist. Aber es stellt sich dann doch die Frage, wann Sie diese so dringend benötigten Ausbildungskapazitäten endlich dauerhaft ausbauen. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass wir zukünftig bald mit weniger Personal in der Steuerverwaltung auskommen müssen. Das heißt, dieser Aufwuchs, der muss wirklich verstetigt werden. Ein anderes Thema, das wir hier ja schon diskutiert haben, ist die Frage der Investitionen. Und ich bin offen gesagt ziemlich gespannt, wenn wir dann den Haushaltsabschluss für 2019 haben, wie es denn dann um die Investitionen bestellt ist. Natürlich habe auch ich keine Glaskugel, aber ich gehe mal davon aus, dass auch im vergangenen Jahr die geplanten Investitionen bei weitem nicht erreicht wurden. Genauso wie es in den letzten Jahren immer wieder gewesen ist, die Investitionsquote, auch die sinkt ja seit Jahren. Einer der wesentlichen Gründe dafür ist, sicherlich spielt auch die Baukonjunktur eine Rolle, keine Frage, aber einer der wesentlichen Gründe ist auch, dass die öffentlichen Verwaltungen über Jahre Personal in diesen Bereichen abgebaut haben. Und jetzt haben wir den Salat. Finanzielle Mittel wären durchaus vorhanden, aber es fehlt an qualifizierten Personal, um die dringenden Investitionen auch zu tätigen. Und das ist letztlich auch das Ergebnis einer verfehlten Sparpolitik, die vor allem die CDU zu verantworten hat. Mag ja schön sein für den hessischen Finanzminister, wenn es jedes Jahr einen weiteren Fototermin gibt, in dem er aufgrund nicht getätigter Investitionen zusätzliche Schuldentilgung und eine wachsende Rücklage verkünden kann. Die andere Seite aber ist, der Investitionsstau, den bekommt man auf diesen Fotos eben nicht zu sehen. Wie wäre es denn mal, Herr Finanzminister, mit Fotos von Ihnen vor kaputten Brücken oder baufälligen Schulen? Das wäre doch einmal angebracht. Das ist nämlich die andere Seite Ihrer Politik. Und beim Thema Schulbauten, da haben wir ja schon auch gestern darüber diskutiert, da verweigern Sie ja sogar die Erhebung eines Sanierungsstaus und verweisen dann leichtfertig auf die Kommunen. Was Sie dann in der Debatte aber nicht dazu sagen, ist, wie sehr CDU-geführte Landesregierungen jahrelang die Kommunen in Hessen mit Schutzschirmen und Erlassen drangsaliert und letztlich eben zum Kürzen und zu Steuererhöhungen gezwungen haben. Und wenn Sie einmal Mittel verteilt haben, dann waren das im Wesentlichen Bundesmittel oder die Mittel der Kommunen, die eigentlich Ihnen zustanden. Ich sage nur noch einmal das Stichwort starke Heimat. Die schwarz-grüne Landesregierung nimmt das Geld, das unzweifelhaft den Kommunen zusteht, steckt es in den Landeshaushalt, in dem es dann jedes Jahr wieder neu verteilt werden soll, weil wir ja, der Landtag, dann darüber entscheidet. Das ist im Kern das, was starke Heimat ausmacht. Und Sie haben sich jetzt in diesem Haushalt entschieden, das Geld den Kommunen zurückzugeben, nach Ihren Vorstellungen, man könnte auch sagen nach Gutsherrenart. Aber es ist absehbar, dass mit der sogenannten Heimatumlage letztlich nur wieder das gemacht wird, was die hessische CDU schon immer macht, Finanzausstattung der Kommunen nach Kassenlage. Wenn Sie den Kommunen das Geld dauerhaft zur Verfügung stellen wollen, dann stecken Sie es bitte nicht in den Landeshaushalt, und vor allem nehmen Sie eigene Mittel und nicht die der Kommunen. Ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt, ist Ihr angeblich so gerechter kommunaler Finanzausgleich. Der scheint ja dann doch immer wieder neue Ungerechtigkeiten zu schaffen. Sonst bräuchte es ja gar nicht diese ganzen Sonderprogramme, die Sie hier immer wieder anstoßen. Deswegen, eigentlich müssten Sie eine ordentliche Vorlage für eine Neuregelung des KFA vorlegen, um die von Ihnen geschaffenen Probleme zu lösen.
Worüber wir mit dieser Landesregierung aber weiterhin energisch streiten wollen, das ist das, dass Sie die schwarze Null immer wieder in den Vordergrund stellen. Ich bin dem Kollegen Boddenberg, der jetzt leider nicht da ist, sehr, sehr dankbar, dass er gestern hier auch noch einmal deutlich gemacht hat, dass CDU und LINKE hier grundsätzlich andere Auffassungen vertreten. Ich denke, dass es auch notwendig ist, in der Haushaltspolitik hier diese zu diskutieren und auszutragen. Aus unserer Sicht steht das Land Hessen vor enormen Aufgaben. Es fehlt an Wohnungen, die Schulen sind baulich in teilweise desolaten Zustand, bei der Kinderbetreuung fehlt es an Personal, Brücken verfallen, die Verkehrswende hat nicht die Dimensionen, die sie haben müsste, uns fehlen klimafreundliche Verkehrsmittel in Stadt und Land. Gleichzeitig sind wir in einer historischen Niedrigzinsphase, die Zinsen sind so niedrig wie Sie, und dann sagen Sie, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Schulden zu tilgen. Ich habe mir einmal angeschaut, was der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Marcel Fratscher, dazu gesagt hat und wie er diese Frage beantwortet. Ich erlaube es mir zu zitieren. Er sagt, Marcel Fratscher, ich hoffe, die CDU hört zu, der populistische Slogan, man müsse dringend die Staatsschulden abbauen, auch um die Generationengerechtigkeit zu wahren, klingt auf den ersten Blick überzeugend. Er ist jedoch irreführend und falsch. Herr Schalauske, ich darf Sie darauf hinweisen, die in Ihrer Fraktion eingeplante Redezeit ist abgelaufen. Genau, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss. Wir hatten uns ja einen ganz guten Puffer gelassen. Für uns jedenfalls steht fest, Marcel Fratscher hat recht, die schwarze Null, die schadet kommenden Generationen, weil sie ihnen eine marode Infrastruktur hinterlässt. Was wir stattdessen wirklich brauchen, das ist ein gerechtes Steuersystem, in dem auch Milliardenerbschaften anständig besteuert werden, sowie eine moderate Vermögensteuer, die ja dann den Ländern zugute käme. Und wie wir uns das im Einzelnen vorstellen, weil ja einige schon sehnsüchtig auf unsere Haushaltsanträge warten, das werden wir Ihnen dann in der dritten Lesung zeigen. Abschließend will ich nur sagen, wenn es noch einen Beweises bedurft hätte, dass die Privatisierung von öffentlichem Eigentum ein Irrweg zulasten der Steuerzahler ist und ein Irrweg, der letztlich zugunsten von Investoren läuft, dann ist das die bittere Bilanz der Leo-Geschäfte. Für uns bleibt klar, Privatisierung, egal in welcher Form, ob Privatisierung für den Klimaschutz, ob Privatisierung in Form von ÖPP oder aber auch in Form der desaströsen Leo-Geschäfte, das lehnen wir ab. Das ist Ausverkauf öffentlichen Eigentums, und das wird auch weiterhin auf unsere scharfe Kritik stoßen. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Finanzminister Dr. Schäfer das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will versuchen, auf einige Gesichtspunkte aus der Debatte einzugehen. Mal gucken, dass wir das erst einmal auf angemessene Höhe kriegen. Jawohl. Auf einige Gesichtspunkte der Debatte eingehen, von denen ich glaube, dass sie jetzt jedenfalls außerhalb des, sagen wir mal, sehr kleinteiligen Diskussionen, die unter Finanzern ja auch gelegentlich üblich und notwendig sind. Aber lassen Sie mich einen Hinweis geben zu der Frage Umgang mit unserem eigenen Vermögen. Der Vortrag, dass wir unser eigenes Vermögen herabwirtschaften, wird durch ständiges Wiederholen nicht wahrer. Wenn Sie einmal in die von Wirtschaftsprüfern schließlich testierte Bilanz schauen, dann sehen Sie, die letzte veröffentlichte Bilanz ist auf den 31.12.2018, dass allein zum Beispiel zwischen 2017 und 2018 der Bilanzwert unseres Anlagevermögens, also nach Abzug der Abschreibung, um 400 Millionen Euro gestiegen und nicht gesunken ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir bauen Landesvermögen auf und nicht ab an dieser Stelle, während gleichzeitig die Kreditschulden um 1 Milliarde gesunken sind, meine Damen und Herren. So, und lassen Sie mich einen weiteren Punkt darauf hinweisen. Die Frage des Füllens von Pressekonferenzen, da haben wir keine Notlage, Frau Schardt-Sauer. Dass der Unterhaltungswert meiner Pressekonferenzen möglicherweise geringer war als der Ihre in der letzten Woche, das ist ein Punkt, da komme ich wahrscheinlich nie so richtig mit. Aber jedenfalls, das ist am Ende nicht der Maßstab unserer Arbeit. Was Maßstab unserer Arbeit ist, ist letztlich die Frage sicherzustellen, dass wir hinlänglich Vorsorge treffen, soweit das in unseren Kräften steht, für schlechtere Zeiten gerüstet zu sein. Und deshalb, so schön die Schlagzeile wäre, erhöht die Schuldentilgung um X,
Umso schwieriger wäre die Debatte, wenn dann die Steuereinnahmenentwicklung mal schlechter laufen würde, als wir das in den letzten Jahren glücklicherweise erlebt haben. Deshalb haben wir in der Vergangenheit gemeinschaftlich entschieden, auf weitere Tilgung von Schulden, ja, Schulden zurückzuzahlen, zwischen 100 und 200 Millionen € im Jahr. Aber jedenfalls die Restsumme, die die Steuermehreinnahmen hergaben, in die Konjunktur außer. Vorsitzender, Zwischenreden, Herr Buchholz, hören Sie einfach zu und dann ist alles gut. Oh, Sie sind multitaskingfähig, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, dass ich es an der Stelle mal hervorgehoben habe. Wir haben jedenfalls die Konjunkturausgleichsrücklage deutlich gestärkt. Und wir werden sie aus dem Jahresabschluss des Jahres 2019 weiter steigern können. Mein Ziel ist, dass sie am Ende 1 Milliarde € beträgt, die wir einsetzen können, um bei schlechteren Zeiten Vorsorgen getroffen zu haben, um auch dann nicht gleich neue Schulden machen zu müssen. Das ist vorsorgende Haushaltspolitik. Ganz nebenbei werden wir eine allgemeine Rücklage haben, die auch noch eine weitere Milliarde trifft, um auch dort Vorsorge zu treiben, wenn es mal schlechter wird. Und ganz nebenbei haben wir mittlerweile einen Bilanzwert von etwas über 4 Milliarden € in unserer Versorgungsrücklage, die wir Schritt für Schritt aufbauen. Sie haben ja in diesem Parlament dankenswerterweise das Versorgungsrücklagengesetz in der letzten Legislaturperiode noch beschlossen, das sicherstellt, dass jedenfalls auch künftige Generationen von Abgeordneten es sehr, sehr viel schwerer haben, diesen notwendigen Beitrag zur Finanzierung der Altersvorsorge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für andere Zwecke in Anspruch zu nehmen, ehe im Jahr 2030 dort mal mindestens 10 Milliarden € drin sind, die mithelfen können, die Versorgungslasten der geburtenstarken Jahrgänge mit abzufinanzieren, meine Damen und Herren. Das ist langfristig orientierte Haushaltspolitik und nicht kurzfristiges Schielen nach Schlagzeilen, meine sehr verehrten Damen. Genauso war und ist die Hessenkasse ein langfristiges Investment im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich gut an die streitige Diskussion hier im Hause erinnern. Jetzt weiß ich, dass Teile der Opposition, insbesondere die Sozialdemokraten, da im Moment in einer extrem schwierigen Situation sind. Sie haben hier eher die kritischen Aspekte der Hessenkasse in den Mittelpunkt gerückt, wie eben bei Herrn Warnecke auch zu hören war. Gleichzeitig verabschiedet die Bundesregierung einen Bericht zwischen den Ministern Seehofer, Klöckner und Scholz, die die Frage der künftigen Kommunalfinanzierung in den Blick nehmen. Und aus der Feder des Bundesfinanzministeriums, sozialdemokratisch geführt, kam der Hinweis, dass ein Kommunalentschuldungsmodell nach dem Modell der Hessenkasse ein Modell sein könnte, nach dem man bundesweit vorgehen könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, was denn nun? Und nicht umsonst schauen Sie sich den Kommunalreport der Bertelsmann-Stiftung an, die nicht dafür bekannt sind, jedenfalls übertrieben regierungsfreundliche Gutachten zu schreiben, sondern mit welchem Hinweis die sagen, das, was ihr mit der Hessenkasse gemacht habt, die vollständige Kassenkreditfreiheit herzustellen, auf einen Schlag vollständig wegzunehmen und eben nicht Differenzierungen noch vorzunehmen, sondern Kassenkredit, Kassenkredit sein zu lassen und ihn wegzunehmen. Ist das Modell, das ist die Blaupause für das, was auch der Bund sich vornimmt für die Kommunalentschuldung kommender Jahr. Und in dem Zusammenhang einen weiteren Hinweis. Natürlich ist es eine schwierig zu verkaufende Tatsache, wenn der Bund einerseits sagt, das, was die Hessen mit der Hessenkasse gemacht haben, ist unsere Blaupause. Dann aber den Hessen erklären würden, April, April, weil ihr so gute Ideen habt und die Ideen auch noch umgesetzt habt, sorgen wir dafür, dass das Entschuldungsgeld ausschließlich in andere Bundesländer geht. Dagegen haben wir uns verwahrt. Und da wären wir den hessischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr dankbar, wenn sie auf der nationalen Ebene ihren Einfluss mit geltend machen können, dass das jedenfalls nicht der Vorschlag des Bundesfinanzministers wird, sondern dass wir schlicht darauf schauen, auch bei den Ländern, die in der Vergangenheit Projekte gemacht haben, dass das, was dort noch auf der Schuldenuhr steht, weil die Schulden der Hessenkasse sind ja nicht weg, die Kassenkredite sind nur nicht mehr bei den Kommunen in den Haushalten, sondern in dem Sonderfonds der WIBank. Sie sind ja noch da und müssen gemeinschaftlich von Kommunen und Land zurückgezahlt werden. Deshalb ist es nicht mehr als recht, nein, das Wort billig verkneife ich mir an der Stelle, es ist nicht mehr als recht, wenn der Bund an der Stelle sagt, ich will etwas tun, dass er dann auch die dann noch vorhandenen Schulden aus der Hessenkasse, einem Sondervermögen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank, mit in den Blick nimmt und mit abzahlt, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einen letzten Satz zum Kern der Arbeit der Hessischen Steuerverwaltung sagen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass in allen Wortbeiträgen die Dankbarkeit für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausdruck gekommen ist. Dem will ich mich gerne anschließen. Wir haben
mit dem nachdrücklichsten Strukturwandel innerhalb der Finanzverwaltung gemeinsam zu bewältigen. Glücklicherweise gelingt der Generationswechsel, das Ausscheiden älterer Kolleginnen und Kollegen und das Gewinnen von Nachwuchs trotz geringerer Jahrgangsbreiten und nur noch halb so große Jahrgänge wie zu den Zeiten, als die geburtenstarken Gänge wie unser einer ins Arbeitsleben eingetreten ist. Trotzdem gelingt es uns, mehr Bewerberinnen und Bewerber für die Berufstätigkeit in der Finanzverwaltung zu interessieren als noch in den vergangenen Jahren, sodass wir die 700 Stellen gut besetzt kriegen. Die müssen wir ausbilden. Fahren Sie einmal nach Rothenburg. Da haben wir einen Teil des ehemaligen Herz-Kreislauf-Zentrums im Schnellverfahren zu einem zweiten Universitätscampus umgebaut. Das lohnt sich, sich das einmal anzugucken, wie man das am Ende in relativ kurzer Zeit aus dem Boden stampft, eine solche zusätzliche Kapazitäten in der Ausbildung der jungen Leute. Aber wir haben auch einen Strukturwandel zu verziehen, der die klassischen Organisationsstrukturen einer Verwaltung an Grenzen führt. Das klassische Einheitsfinanzamt, das von der Umsatzsteuer wie Arbeitnehmer alles macht, ist ein Relikt der Vergangenheit. Wir konkurrieren im Rhein-Main-Gebiet alle öffentlichen Verwaltungen um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Demografie lässt wieder grüßen, mit vielen anderen potenziellen interessanten Arbeitgebern, sodass unsere Idee zu sagen, lass die Arbeitsplätze stärker wieder dezentral aufs Land gehen, natürlich eine politische Aussage ist, wir schicken die Arbeit wieder stärker aufs Land, aber auch eine schlichte Notwendigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine schlichte Notwendigkeit, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten. Und da ist es vergleichsweise egal, ob die Arbeitnehmersteuererklärung von dem Arbeitnehmer aus Frankfurt direkt am Gutleut bearbeitet wird oder am Ende in Witzenhausen. Das ist für die Bearbeitung vergleichsweise egal. Aber da, wo wir die qualifiziertesten Nachwuchskräfte in Zukunft gewinnen können müssen, dort müssen wir am Ende hingehen. Und diesen Prozess zu organisieren, ist alles andere als trivial. Wir haben jetzt ungefähr 1.000 Arbeitsplätze verlagert aus den Ballungsräumen hin in den ländlichen Raum. 350 der Kolleginnen und Kollegen sind schon da. Der Rest folgt, sobald die Immobilien entsprechend ertüchtigt und aufgerüstet sind. Und weitere werden in einem vierten Schritt, den wir jetzt beginnen, in Kürze mit den Gremien der Personalvertretung zu erörtern, auch folgen. Sicherzustellen, dass Finanzverwaltung der Zukunft leistungs- und arbeitsfähig ist, aber gleichzeitig so dezentral aufgestellt ist wie irgend möglich, überall im Land qualifiziertes Personal, qualifizierte Arbeitsplätze und Präsenz bei den Bürgerinnen vor Ort. Das ist das Motto und das Ziel dieses Jahres für die Hessische Finanzverwaltung. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, damit haben wir den Einzelplan 6, 17 und 18, die Pläne beraten.